Was heißt hier nochmal genau die Abrechnung, Al-Muhasaba? Mal kurz zusammengefasst, Al-Muhasaba bedeutet, dass er sich sein Kapital anschaut, was er an Kapital hat, und seinen Gewinn, was für Gewinne hat dieses Kapital eingebracht und ob es mögliche Verluste gibt. Was ist sein Kapital? Sein Kapital sind die Pflichten. Und seine Gewinne sind die Al-Nawafil und die Al-Mustahabbat, also die erwünschten Nicht-Pflichthandlungen. Und das Minus und die Verluste sind die Al-Ma'asi, die Sünden. Und da muss er halt seine Bilanz ziehen. Und das sollte er täglich machen. Wir haben ja gesagt, bei der Al-Musharata, dass man seinen Tag damit beginnen sollte, und dass, wenn man aufsteht, das Erste, was man macht, ist, sich sowas wie eine To-Do-Liste zu machen. Was ich heute zu tun habe, was ich heute verwirklichen und realisieren will. Und dazu haben wir gesagt, dazu gehört auch ein gewisses Pensum an den Nawafil, an den freiwilligen Handlungen. Ganz besonders das As-Salah. Das Salah. Da sollte man ein gewisses Pensum an freiwilliger Handlung haben. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Ibn Majah überliefert wird, er sagte, wa inna min khayri a'malikum as-Salah. Und von den vorzüglichsten, vortrefflichsten eurer Handlungen ist das As-Salah. Deswegen erwähnen die Fuqaha der Hanabila, sie erwähnen, dass das Gebet, das freiwillige Gebet, bei den freiwilligen Handlungen an dritter Stelle kommt. Also es ist bei den Top Ten. An dritter Stelle kommt es. Zuerst nennen sie den freiwilligen Militärdienst. Zweitens das Erlernen vom Wissen. Lernen und Erlernen vom Wissen. Und drittens das Gebet. Deswegen in Bezug auf das Wissen sagte Abu Dharr war das, glaube ich. Zum Wissen gehört auch das Nachsinnen. Da habe ich in der letzten Khutbah erwähnt, wenn ihr euch erinnert. Abu Dharr war das auch, glaube ich, der sagte: Al-Mu'allimu wal-Muta'allimu fil-Ajri sawa. Der Lernende und der Lehrende sind in ihrem Lohn gleich. Wasa'irun nasi hamajun la khayra fihim. Und alle anderen Menschen sind Hamaj. Al-Hamaj bedeutet so viel wie alle anderen Menschen sind sozusagen der niederer Gesinnung. Denn jemand, der weder lernt noch lehrt, auf was soll sich sein Tun, sein Handeln, also die Gesamtheit seines Tuns, auf was soll sie basieren? Auf die Unwissenheit. Das sind also die drei Haupthandlungen, die besten, die vortrefflichsten freiwilligen Handlungen. Der Militärdienst, das Seilen und das As-Salah. Und die Wichtigkeit des freiwilligen Gebetes liegt auch darin, es ist ja bekannt, dass das Pflichtgebet eine der wichtigsten Pflichthandlungen ist. Deswegen ist es auch täglich vorgeschrieben. Ansonsten die anderen Säulen des Islams sind nicht täglich vorgeschrieben, oder? Und dafür, weil es eben täglich vorgeschrieben ist, erkennt man auch, dass es was für eine Stellung oder was für ein Gewicht es hat. Und umso schwerwiegender und größer etwas ist, umso unakzeptabler sind auch Mängel und Makel darin. Und um diese Mängel und Makel auszugleichen, die möglicherweise darin entstehen könnten, die nicht möglicherweise darin entstehen, die tatsächlich darin entstehen, gibt es die freiwilligen Gebete,
Die sollen das wieder sozusagen flicken, zusammenflicken, das Gebet. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Ahmad und Abu Dawud überliefert wird. Er sagte: "Inna awwala ma yuhasabu alayhi al-'abdu min 'amalihi as-salah." Das erste, worüber am Tage der Auferstehung gerichtet wird, also hinsichtlich der Handlungen des Menschen, hinsichtlich der Handlungen des Menschen oder die Handlungen, die zwischen ihm und Allah Ta'ala sind, ist das Gebet. Und dann sagt er, wenn es vollständig ist, wenn es vollkommen ist, dann ist es vollkommen. Wenn es nicht vollkommen ist, wenn es darin Mängel gibt, und diese Mängel können natürlich verschiedener Natur sein, entweder weil er sie nicht durchgängig gebetet hat, oder weil er sie nicht so ausgeführt hat, wie sie ausgeführt werden sollten. Oder weil er gewisse Adab, gewisse Anstandsregeln des Gebetes vernachlässigt hat. Dann sagt Allah Ta'ala, schaut, und er weiß es am besten, schaut, ob mein Diener gewisse freiwillige Gebete hat. Hat er sie, dann rechnet sie zu den Pflichten an, yani, um diesen Makel auszubessern. Und das Gleiche wird dann mit der Zakat gemacht, kommt im Hadith vor. Und das Gleiche wird dann mit der Zakat gemacht. Also war seine Zakat nicht so, wurde sie nicht ordnungsgemäß ausgeführt, dann schaut man, ob er freiwillige Abgaben getätigt hat, die ihm angerechnet werden.